Nice. Natina? Hallo, wir sind hier gerade in Lauenburg, hatten gerade einen Soundcheck. Jetzt warten wir hier auf unseren Auftritt. Neujahrsempfang ist das, wo wir tanzen sollen. Natürlich G-Breaker mit Lose Control und Titus. Ja, Annika fehlt noch. Und, G-Breaker? Läuft. Homeboys? Ne? Jo. Selle? Er ist platt. Neşlan ben Titus burada Cimrek'le bir de Rus kontrolle beraber güzel bir off-treat yapacağız. Noya Anfang mı ne diyorlar? Bu da prezident falan var ama ne olduğunu bilmiyorum şimdi anlatacak. Çimrek falan boşver. Senin burada Cimrek'le iyi hareketler yapacağız. Yo, ich bin Selim, aka B-Boy Little Man von den G-Breakern. Wir haben gleich einen Auftritt mit News Control. Ja, der Präsident ist da, der Präsident von Kiel, Herr Lujek, der Polizeichef hier von Kiel. Und das habe ich schon gehört. Wir sind so langsam auf der Zielgeraden des offiziellen Teils. Jetzt haben wir im Programmpunkt eine Tanzvorführung. Warten einige schon gespannt drauf? Ja, einige, die schon Applaus spenden. Ich erzähle eine kleine Geschichte dazu. Vor einigen Jahren war im Lauenburger Stadtteil Moring, gab es ein bisschen Probleme. Müssen wir mal gucken, was hier geschrieben wurde. Mit Vorurteilen lebte dieser Stadtteil. Einige, die kurz da gewohnt haben, zogen genauso schnell wieder weg. Es wurde dieser ganze Stadtteil umgekrempelt mit Fördergeldern des Bundes. Ein Programm war zum Beispiel Stärken vor Ort. Es wurden Spielplätze geschaffen, es wurden mit den Wohnungseigentümern wurden auch zum Beispiel Wohnungen geöffnet, Balkone gebaut, es wurde ein Nachbarschaftszentrum errichtet, das Turm. Und die Menschen dort hatten plötzlich einen Treffpunkt, wo man Deutsch lernen konnte, wo man tanzen konnte, wo man... Was war das eben? Von der Technik? Alles klar. Und wo man auch ganz einfach sich treffen konnte, auch Kaffee trinken konnte. Zu dieser Zeit entstand eine Tanzgruppe dort in Moring. Das waren Jugendliche, mittlerweile sind es 10 Nationen, die in dieser Tanzgruppe sind. Damals waren es, glaube ich, auch schon so 5 bis 6 Nationen. Es wurden immer mehr. Die nannten sich damals die Ghetto Breaker, denn dieser Lauenburger Stadtteil hatte so diesen Touch von Ghetto. Man sagte immer, wo kommst du her? Ich wohne im Ghetto. War gar nicht so schön, aber sowas hört man heute eigentlich selten oder gar nicht mehr über diesen Stadtteil. Diese Jugendlichen, die tanzten vor sich her in ihrer Freizeit auf der grünen Wiese dort, waren froh, dass es dann ein Stadtteilzentrum gab und wurden auch gefördert mit Bundesmitteln, bekamen Tanzlehrer, wurden selber qualifiziert, bekamen sozusagen Tanzunterricht und können seitdem auch selber unterrichten, was sie auch schon mittlerweile seit einigen Jahren tun. Ja, der Erfolg stellte sich ein, die tanzen mittlerweile in ganz Deutschland und sind auf Videos zu sehen bei YouTube, tanzen bei den deutschen Hip-Hop-Stars in den Videos mit und demnächst im Mai steht eine Fernsehaufzeichnung für die Sendung The Dome an. Die Jugendlichen, so in meinem Alter unter 50, die wissen, was The Dome ist, eine Sendung, wo ganz viel aktuelle Musik gespielt wird, aber 10 Millionen Leute werden diese Lauenburger Gruppe dort sehen. Vor kurzem, ich weiß gar nicht, wo ist die Zeitung geblieben, haben wir die noch, das wissen die Älteren auch, gab es die Otto-Show in der Bravo. Nicht die Otto-Walke-Show, sondern die Otto-Show. Der wurde der Otto-Wurde verliehen. Und dort wurde einer von diesen Tänzern gekürt und durfte selber mit den Stars von heute auf einer Bühne stehen und durfte diesen riesen goldenen Otto, diesen Bravo-Otto, durfte er mit unterschreiben. Ja. Diese Gruppe nennt sich nicht der Ghetto Breaker, sie nennen sich jetzt einfach G-Breaker. Schlau gemacht, aber einige Leute, die nicht wissen, was das G bedeutet, jetzt wissen sie, wo der Ursprung herkommt. Und der Mann, der das Ganze führt seit Jahren, der ist jetzt hier erst auf der Bühne, begrüßen Sie den Leiter, der G-Breaker, Ömer Kinnisch. Ein Medienstar mittlerweile. Oder wie lange gibt es euch jetzt, die G-Breaker? Seit knapp 6 Jahren. 6 Jahre, genau. Und immer wieder wechselnde Leute in der Gruppe. Einige haben angefangen mit einer Ausbildung, könnt ihr mitmachen. Aber ich habe gesehen, hinter der Bühne, ihr habt wieder ein paar Mädels dabei heute. Genau, auf jeden Fall.
Wo kommen die her? Aus Witzitze. Also auch städtebegreifend. Das ganze Programm hat sich sozusagen Richtung Büchse entwickelt und auch Richtung Hamburg und aus Bremen sind manchmal Leute dabei. Also ganz volle Geschichte. Immer ganz kurz, Bravo Show, 1000 Stars dort. Wer war der berühmteste dort? Ja, also, so, also an dem Tag war ich das. Das würde ich gerne sagen. Und die Leute aus der zweiten und dritten Reihe. So. Justin Timberlake, er war Madonna da oder wer war da? Ascher war da. Okay, Ascher, ja. Yeah. Meine Zielgruppe. War noch jemand da, der bekannt ist vor? Nein, macht nichts. Beatles gibt's nicht mehr, aber ein paar andere vielleicht. Okay, er ist ein bisschen aufgeregt, kein Problem. Immer, ihr seid jetzt dran. Einige freuen sich drauf, die Kameras stehen bereit. Freuen wir uns jetzt auf einige Minuten mit der neuesten Show, der G-Breaker. Ich bin auch mit den Jungs unterwegs, ich fördere sie so ein bisschen weiter, habe sie von der Jugendwege mit übernommen. Wir machen Workshops in Amelinghausen mittlerweile und Richtung Hamburg sowieso sind wir. Alles mal aus einem Mikroprojekt entstanden, Stärken vor Ort. Applaus für euch. Hier sind die G-Breaker. Musik ab. Hi, er sagt, fangt bitte nicht einfach die Musik an. Wir sollen die Leute so ein bisschen anfeuern. Ne? Wir rufen G. Willst du das Mikro nehmen oder machen wir es zusammen? Und die 5000 Menschen rufen Breaker zurück. Dann kommt ihr, sonst kommt ihr nicht, ne? Richtig? Okay, ich sag G oder wir sagen G und der Rest Breaker. Also, 1, 2, 3, G! Breaker! G! Breaker! G! Breaker! G! Breaker! Musik ab bitte, hier sind die G-Breaker! Thank you.